Ja, ich habe die letzten Jahre schon immer damit geliebäugelt. Es sind ja schon große Persönlichkeiten des Fußballs, die Common Goal beigetreten sind, die dabei sind. Und selbst als Fußballer bekommt man natürlich immer wieder Anfragen, ob man da dabei sein könnte und hier. Und ja, wie gesagt, gerade jetzt in der Zeit ist es umso wichtiger, da Zeichen zu setzen, noch mehr zu tun. Für die Gesellschaft, für die Leute, denen es nicht so gut geht. Ja, mir war es immer wichtig, Dinge, Initiativen, Organisationen zu unterstützen, die dann das Geld dahin bringen, wo es auch wirklich gebraucht wird. Ich weiß, dass ich sehr viel Glück im Leben habe. Das hat nicht jeder, dass viele auch unverschuldet in Notsituationen kommen. Und so weiter und so fort. Und da war es mir wichtig, zu helfen, nicht nur durch Spenden, sondern auch vor Ort zu sein, über die Persönlichkeit, die ich übers Fußball geworden bin. Da erreiche ich schon sehr, sehr viele Leute damit. Viele Leute hören mir auch zu. Und das war mir relativ früh schon sehr wichtig. Und ist jetzt gerade in der Corona-Zeit ja, umso wichtiger. Ja, der Ansatz, die Idee ist ja, hervorragend. Ist mit 1%, gerade uns Fußballern, tut es nicht besonders weh. Wäre schön, wenn der eine oder andere Fußballer oder der im Fußballgeschäft arbeitet, noch beitritt bei Common Goal, um da einfach noch mehr zu machen. Ja, Fußball bedeutet sehr viel für mich. Ist quasi mein ganzes Leben, seitdem ich denken kann, kicke ich gegen die Runde Kugel. Und ja, ich konnte mein Hobby zum Beruf machen, was natürlich umso schöner ist. Ist ein Privileg, das ich haben durfte. Und ja, ist immer noch meine Leidenschaft. Ja, mein Herzblut hängt da am Fußball.